Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video werden Jonas und ich gegeneinander puzzeln, denn ich habe zwei Kinderpuzzle bestellt. Und wir werden einfach mal schauen, wer das Puzzle zuerst fertig bekommt, denn wir haben beide seit 15 Jahren nicht mehr gepuzzelt. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, mit 5 gepuzzelt oder mit 6 und das war's dann auch schon. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie wir das Ganze so hinbekommen werden, denn ich war früher eine Niete im Puzzeln und Jonas war richtig gut. Aber mal schauen. Und ich habe auch noch zwei sehr, sehr coole Infos vorab für euch. Und die erste ist, ab sofort findet ihr auch New-Produkte in jeder Müller-Drogeriemarkt-Filiale und darüber freue ich mich sehr, dass ihr eben auch dort ab sofort New findet. Und zwar sind da auch ganz besondere Sachen dabei. Aber zuerst einmal, ihr findet dort natürlich einmal das Sparkle on Your Roses Shampoo und auch die passende Spülung. Ab sofort in jeder Müller-Drogeriemarkt-Filiale. Und auch noch ein weiteres Produkt der Rosenlinie und zwar das Glitter-Spray. Leute, das gab es ja schon mal, das haben sehr, sehr viele von euch gefeiert und jetzt gibt es das endlich wieder. Und diesmal eben nur exklusiv bei Müller. Da findet ihr das. Das hat normalerweise noch einen Deckel. Ich blende euch auch ein Bild ein. So findet ihr es dann im Regal. Es sorgt für eine gute Kennbarkeit der Haare im feuchten, aber auch im trockenen Zustand. Und es verleiht dem Haar einen tollen Glanz und auch Volumen und eben eine federleichte Pflege. Das Produkt sowie auch alle weiteren New-Produkte sind ohne Silikone, ohne Parabene, vegan und auch frei von Mikroplastik. Das Glitter-Spray enthält zum Beispiel auch Panthenol und auch Glycerin. Ich schreibe euch mal hierhin, wofür zum Beispiel Panthenol bzw. Provitamin B5 so nützlich sein kann und wofür Glycerin auch bekannt ist. Und da findet ihr auch noch ab sofort exklusiv in jeder Müller-Filiale das hier. Das ist das Geschenkset von New. Das gab es auch schon mal vor einem Jahr online. Allerdings war das nach ungefähr einer Stunde schon ausverkauft. Der komplette Vorrat, den es eigentlich bis zur Weihnachtszeit geben sollte. Und das war einfach so krass. Und ich habe euch damals auch schon versprochen, dass ich versuche, es irgendwie in den Handel zu bringen. Und Leute, es hat geklappt. Ab sofort gibt es dieses Katzenset eben wieder und eben bei Müller. Dort entdeckt ihr das dann. Entweder findet ihr es im Regal neben den anderen Haarpflegeprodukten von New oder ihr findet es in so einer Geschenke-Ecke mit ganz vielen anderen Geschenksets. Oder ansonsten könnt ihr auch einfach einen Müller-Mitarbeiter ansprechen. Ich denke, die werden euch da ganz sicher helfen. Dieses Geschenkset ist von Tabby inspiriert und da drin findet ihr drei New-Produkte. Alle drei New-Produkte haben einen richtig coolen Chai Latte-Duft und da ist einmal ein kleines Shampoo und auch eine kleine Spülung enthalten. Und was eben ganz besonders ist, ein Haaröl von New. Und das gibt es eben nur in diesem Geschenkset. Das gibt es sonst auch nicht in einer anderen Variation irgendwie sonst erhältlich, sondern eben nur in diesem Set. Dieses Haaröl hier pflegt die Haarspitzen. Das Haar fühlt sich gepflegt an und es sieht auch gepflegt aus. Ich blende euch dann hier wie immer ein paar Infos ein. Zum Beispiel enthält die Rezeptur Macadamia-Nussöl. Und Macadamia-Nussöl ist dafür bekannt, dass es hilft, Spliss vorzubeugen. Und die Rezeptur enthält zum Beispiel auch Vitamin E. Und das ist bekannt dafür, dass es hilft, die Haare zu kräftigen. Und natürlich ist dieses Haaröl genau wie alle anderen New-Produkte vegan und ohne Silikone, ohne Parabene und auch mikroplastikfrei. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß natürlich schon längst Bescheid, da habe ich euch das schon vor einigen Tagen erzählt. Ihr findet auch noch weitere Infos bei dem New Highlight bei mir auf Instagram. Auf Instagram heiße ich xlater und falls ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Wie gesagt, ihr habt dort vorab immer alle Infos. Auf YouTube kommt das Ganze leider immer ein bisschen zeitverzögert an und ich habe einfach schon so viele Bilder von euch, vor allem von diesem Katzenset hier geschickt bekommen und das freut mich natürlich sehr. Also wie gesagt, ihr findet ab sofort New Produkte auch bei Müller. Und bei DM findet ihr die Icy Berry Linie, also das Shampoo mit der passenden Spülung und auch das Trockenshampoo. Das findet ihr nur bei DM. Und auf meiner Instagram-Seite findet aktuell noch eine dicke, fette Verlosung statt. Unter anderem könnt ihr auch ein iPhone gewinnen. Ihr findet den direkten Link zu der Verlosung in der Infobox oder schaut einfach bei Instagram vorbei. Ihr findet mich dort unter dem Namen xlater. Viel Glück! So, ich denke, jetzt wissen alle Bescheid und dann können wir endlich anfangen mit dem eigentlichen Video und dann werden Jonas und ich jetzt gegeneinander puzzeln. So, Leute, Jonas ist jetzt auch da. Das war zu fest. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist gerade ein bisschen heiß. Und übrigens als Info, meine Lichterkette ist kaputt, weil die Katze die kaputt gemacht hat. Also normalerweise hätten wir eine schöne Lichterkette. Ich verlinke euch auch mal die Puzzle, für die wir uns entschieden haben. Jonas hat eins mit Hunden. 100er XL Puzzle. Boah, hab ich keins mit Katzen bekommen. Weil es nur das mit Hunden gab. Und boah, ich habe eins mit Disney Prinzessinnen, so ein Frozen Ding einfach. So, dann, kann ich nochmal auf Klo gehen? Ich bin voll aufgeregt. Dann fangen wir jetzt an, oder? Läuft die also, Kamera? Das sind halt die Spielregeln. Hallo. Also der gar keine. Ja. Fertig ist, gewinnt. Auf die Plätze, fertig, los. Ich verstehe das nicht. Moment, man fängt doch mit dem Rand an, oder? Das hat meine Mama mir mal beigebracht. Wie lange braucht man eigentlich für so ein Puzzle? Passt das hier schon? Opfer! Nee, das, du musst jetzt telefonieren. Du musst doch ans Telefon gehen. Nein. Ein Halunke. Oh mein Gott, passen die zusammen? Oh mein Gott, ich hab schon. Guck mal, ich bin schon weiter als du. Hä, Entschuldigung, kann es sein, dass ich gerade viel besser bin als du? Ja, ja.
Warte mal ab. Oh, ein Eckstück. Ein Eckstück. Kann das sein, dass 3/4 der Teile Rand sind? Ich habe nicht so viel Rand. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich nicht einfach einen Teil von dir klauen soll, was ich dann einfach wegschmeiße, sodass du gar nicht gewinnen kannst. Das wäre schon ziemlich asozial. Ja, aber ich fände es schon lustig, oder? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hä, warum bin ich so schlecht im Puzzeln? Oh, das ist ja vom Rentier. Wir verwechseln hier am Ende noch unsere Teile. Ich habe mein erstes Teil gelegt. Ich sehe jetzt schon die Kommentare mit, das ist aber strategisch falsch gepuzzelt. Oh, hör auf, Stress, puzzle nicht so viel aneinander in so kurzer Zeit. Wo kommt denn die Schneeflocke hin? Vor allem, wir verwechseln am Ende sowieso hier all die ganzen Teile. Das ist sich alles viel zu ähnlich. Wow, ich habe so gut gestartet und dann wurde es so flach. Hey, das passt hier nicht rein. Ich will gar nicht wissen, wie dumm ich mich hier gerade anstelle. Ich sehe schon die ganzen 6-Jährigen, die mich gerade auslachen. Das sieht aus, als wäre es von deinem Spiel. Ja, hast du mir das geklaut? Oh ja, ich habe es geklaut. Ziemlich gemein. Ich glaube, wir nehmen das Ganze hier ein bisschen zu ernst. Ich verstehe das hier nicht. Ich habe das Gefühl, mir fehlen Puzzleteile. Ich sitze hier wahrscheinlich die ganze Zeit immer so. Ich bin immer so ein halbblinder Fuchs. Upsala. Ups. Trinkpause. Hä? Oh, verstehe nicht, wozu dieses Puzzleteil gehört. Hier ist was graus und es ist Rand. Ich glaube ja, Jonas hat einfach Puzzleteile von mir versteckt. Hm, vielleicht. Oh, ich habe was im Auge. Oh. Wo sind meine restlichen Randteile? Das funktioniert so alles nicht. Okay, müssen irgendwie noch so 2, 3 Randteile fehlen, die ich aber irgendwie nicht finde. Aber vorher will ich auch nicht weiter puzzeln. Hast du mir Randteile geklaut, Jonas? Ich denke nicht. Ich denke schon. Ich denke nicht. Ich denke schon. Er ist total konzentriert, er redet noch nicht mal mehr mit mir, merkt ihr das? Das ist ja noch eine Prinzessin, oh Mann. Ich verstehe erst jetzt das Bild, nachdem ich es mir eine halbe Stunde angeguckt habe. Kannst du ein bisschen langsamer puzzeln, damit ich nicht ganz so haushoch verliere? Ich finde die Randteile nicht, ich habe alle Puzzleteile durch, es gibt sie nicht, ich schwöre. Mir fehlen Teile. Der hat sie wirklich geklaut. Oh mein Gott, wie weit ist denn der? Ah. Okay, ich fange jetzt einfach mit den Personen an, das gibt ja hier sonst keinen mehr. Na Jonas, wie läuft es? Erzähl mal. Super, ich bin hochkonzentriert bei der Arbeit. Das merke ich, es besteht nämlich keine Unterhaltung mehr an dieser Stelle. Ja, ist korrekt. Habe ich übrigens schon mal erzählt, dass Jonas nicht verlieren kann? Das ist auch korrekt. Bin ich wirklich schlecht. Und so viel hinterher bist du aber jetzt auch nicht, ne? Ey, vielleicht bin ich auch gar nicht hinterher. Ja, doch schon. Hey! Jock! Du bist total, du bist ziemlich, also unsensibel halt auch. Was bist du für ein Puzzleteil? Wozu gehörst du? Weißt du, was witzig wäre, wenn man so richtig dumme 1x1-Fragen stellt während dem Puzzeln? Ich glaube eigentlich, das würden wir beide nicht hinbekommen. Ich schwöre, mir fehlen Puzzleteile. Da bin ich mir jetzt auch schon 100% sicher. Da kann mir jetzt keiner mehr was erzählen. Keine Ahnung, die hast du wahrscheinlich geklaut und irgendwo weggeschmissen. Das traue ich dir nämlich zu. Damit nein, sowas mache ich nicht. Nein, damit du irgendeinen Vorteil hast, um zu gewinnen. Nein, sowas mache ich nicht. Wo sind sie dann? Das war ja nicht. 7 habe ich nur. 6. Nein, hör auf! Hör auf! Dann kommt jetzt die Nummer 4. Oh nein, sei leise. 3. Nein. Die Nummer 2. Nein. Die Nummer 1. Nein. Und ich glaube, ich habe gewonnen. Ich habe erst die Hälfte geschafft. Ich glaube, ich habe gewonnen und ich hatte sogar den schwierigeren Rand als du. Stimmt, dein aber. Da war ja nichts drauf. Bei mir war hinten der und hier die ganzen Füße und so. Stimmt, deins war wirklich schwieriger als meins. Oh nein! Oh. Das war wohl jetzt 1-0 für mich. Ne? Ja, ich hatte auch was im Auge. Du hast was im Auge? Das war die schlechteste Ausrede, die ich jemals gehört habe.
hoffe, euch hat dieses Video dennoch irgendwie gefallen und ihr fandet es ganz cool und interessant. Auch wenn ich verloren habe und Jonas gewonnen. Ich find's blöd. Du hast auch gefuscht, weil du hast auch nicht geredet und so. Und du... Ah, okay. Ich kann nichts dafür, dass du Selbstgespräche führst. Okay. Übrigens, Leute, auf meiner Instagram-Seite findet auch aktuell eine Verlosung statt. Ihr könnt ein Beauty-Paket im Wert von 1000 Euro gewinnen. Ich packe euch den direkten Link zu der Verlosung in die Infobox. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss. Ciao.